Leute, ich habe ein Paket geschickt bekommen. Ja, man konnte es vielleicht erahnen, ne? So ein bisschen. Und zwar war ich sehr erstaunt, nämlich von der lieben Rebecca. Die liebe Rebecca hat mir ein riesengroßes Paket geschickt. Und ja, wir lesen jetzt mal vor, oder? Ja, komm. Ich glaube, ich darf das vorlesen. Hallo Steffi, ich bin erst seit kurzem ein Abonnent deines Kanals. Danke, thank you very much. Mein Name ist Rebecca, ich bin 47 Jahre alt und eine Lidschattenpalettenirre. Ja, willkommen im Club, ne? Aber auch Pflege und allerlei Gedöns faszinieren mich. Ja, ich kenne auch das mit dem Gedöns. Das ist hier so überall verteilt. Ich bin so vor circa 2 Jahren auf YouTube bei vielen deiner Kolleginnen gelandet. Die wenigsten begeistern mich noch heute, leider. Ja, das kenne ich. Oder besser gesagt, mich hat eigentlich immer nur eine begeistert und das ist Claudi. Ich bin da sehr monogam unterwegs. Also, ja, ab und an mal woanders, aber das ist... Like a Daisy in Spring, ja, gucke ich auch noch ab und an mal. Aber sonst ist eigentlich keiner, der mich so anfixt, auf Deutsch gesagt. Deswegen begann ich im neuen Jahr nach kleineren und authentischen Kanälen zu suchen. Auch um diese mehr zu unterstützen. Ach, das ist total nett. Und stieß unter anderem auf deinen Channel. Weil ich mache das ja alles nur als Hobby, ne? Dieses Paket ist ein Dankeschön und ein weiter so an dich. Deine inspirierenden Videos aus dem Bofrostlager. Ja, ich glaube, ich muss mal wieder einen Vlog drehen. Sind immer wieder eine Motivation für mich, wenn ich mal wieder beruflich alles in die Tonne treten möchte. Ich arbeite in der Altenpflege. Also ganz ehrlich, da kann ich verstehen, das in die Tonne zu klippen, treten zu wollen. Großen Respekt an dich, an alle in Pflegeberufen. Die haben es ja hautnah mitbekommen, auch im Pflegebereich. Monika hatte ja jahrelang einen Pflegedienst zu Hause. Es ist für die Menschen sehr belastend. Gut, Privatpflege zu Hause ist wahrscheinlich nicht so belastend wie in der Altenpflege und Altenheim und so, weil halt nur ein Kind da ist oder ein Mensch, wie auch immer. Aber für die Privatpersonen dahinter, die Familien, ist es auch schlimm. Du hast immer jemanden zu Hause. Wir hatten nie ein Privatleben und das hat doch sehr an mir genagt. Also ich kann nur den Hut ziehen vor dieser Arbeit. Einmal ein paar Kleinigkeiten für deine Masken wollen, aber auch Gemischtes zum Testen und Verlosen. Ich hätte gerne noch eine Jägersoße von Homer mit reingelegt, aber die war leider schon ausverkauft. Du bist ja süß. Danke. Ich hab noch eine. Viel Erfolg weiter mit deinem Kanal. Herzliche Grüße aus dem Münchner Süden. Oh, ja, guck mal. Hallo. Hallo. Ja, sind wir ja nicht weit voneinander weg. Rebecca. PS, die 3 Paletten, die für dich zum Testen markiert sind, wurden teilweise geswatcht, ansonsten ungenutzt und desinfiziert. Ja, super, du kannst sie auch wegwerfen. Hallo, ich werfe gar nichts weg. Es sei denn, es ist... Ne, aber das ist ein anderes Thema mit Wegwerfen, da habe ich schon Pakete bekommen. Ich sag dir, das war nicht schön. So, wir haben hier einzelne Sachen drin. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander. Aber ich habe hier eine Mascara drin. Und zwar von Isadora. Die habe ich, glaube ich, noch nie getestet. Lift and Curl Mascara High Impact. Super. Wow, die ist noch neu eingepackt. Bist du ja verrückt. Giotto. Ach komm. 9 Giottos. Auf dass der Doppelkind noch doppelter wird. Kannst du mal machen. Na, lecker. Ah, guck mal. Wir haben Maskenwochen. Meine Herren, das ist ja irre. Ey, die habe ich jetzt schon öfters gesehen. Es bestellen wir viele über Bussi Shop. Leute, hier gibt's Action ohne Ende. Sweet Cookie. Ich glaube, die habe ich noch nicht gehabt. Wo man ja langsam auch irgendwie den Überblick verliert hier bei mir, ne? Dann haben wir Swirling Cupcake. Ah, die kenne ich, die Popcorn-Maske. Aber ich glaube, ich habe die schon gehabt, aber mit salzigen Popcorn? Hm. Dann haben wir die Rainbow Cake-Maske. Ja, total geil. Dann die Nice Cream. Oh, ich glaube, die habe ich noch nicht gehabt. Sweet Summer. Die sind ja echt grandios, ne? Ach, guck mal mit den Gummibärchen. Ja, Sweet Candy. Oh, die kenne ich auch noch nicht. Es ist auch immer so, mir ist es jetzt mal aufgefallen, dass nicht jeder Action dieselben Sachen hat.
Shake It Mega Monster Shake. Wie geil ist das denn? Ja, das ist mir nämlich schon aufgefallen. Smoothie Love. Dann haben wir Cotton Candy. Ah, yes. Oh, Lollipop. Den kenne ich nämlich auch nicht, siehst du? Und Om Nom Nom. Genau, da bin ich an Lebkuchenhaus. Und Sweet Cutie. Ah, den kenne ich auch noch nicht. Also es ist wirklich faszinierend, ne? Aber ich glaube, je größer die Städte sind, obwohl das ist auch Tinne. Ingolstadt ist ja auch nicht klein, ne? Und da haben wir das aber nicht alles. Ich schwöre. So, dann hat sie mir hier noch so eine Tasche zusammengepackt. Und dann schauen wir doch mal. Oh, was haben wir denn da? Von The Body Shop. Cleansing Face and Body Bar. Oh, das riecht nach Orange. The Body Shop ist ja was Geiles, ne? Warte mal. Seife für Gesicht und Körper. Ach, guck mal, da wird sich der Experte freuen. Der Experte nimmt immer sehr, sehr gerne feste Seifen. Ja, also der wird sich darüber freuen. Dann haben wir von Fury, es ist auch eine teure Marke, Intelligel. Intelligentes Reinigungsgel. Also, intelligentes Reinigungsgel? Also, reinigt sich das davon selbst oder wie? Ja, ihr seht, der Intellent bei mir ist weit weg. Was ist denn das? Intelligel reinigt und unterstützt dabei die natürliche Hautbarriere. Das klärende, erfrischende Reinigungsgel mit präbiotischem Wirkstoff sorgt für intensive Reinigung und spendet Feuchtigkeit. Okay, das werde ich gleich sofort ausprobieren. Das kommt schon in die Dusche. Guck mal, da ist so ein ganzer Zettel bei. Dann weißt du schon Bescheid. Dann haben wir nochmal von The Body Shop. Ein Schauergel Pink Grapefruit. Da muss ich mal dran schnüffeln. Ja, also das riecht richtig nach Grapefruit. Das ist jetzt so, das ist für den Sommer geil, ne? Ja, toller Geruch. Dann haben wir hier, was bist du denn? Chestnut AHA, ein AHA Peeling. Okay, oh, das ist, ja, made in Korea, koreanisch. Okay, ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig mit so, mit diesen, das ist glaube ich noch zu. Noch zu. Aber sie hat ja auch geschrieben, wenn ich irgendwas nicht brauche, kann ich es ja auch zur Verlosung geben. Genau. Dankeschön. Dann haben wir hier so kleine Tübchen. Und zwar einmal von Rituals of Namaste. Eine Night Cream. Das Lustige ist, da ist nicht viel drin, ne? Das ist schon geil. Und einmal von Biotherm, Live Plankton Elixier. Du, wenn du keine Probleme damit hast, dann gebe ich das gerne in meine Probenverlosung am Ende des Jahres. Weil das sind so schöne Größen dafür. Dann haben wir einmal von Capture Total ein Serum. Oh, von Dior. Na, das behalte ich aber selber. Ja, ein Serum von Dior. Junge, Junge. Und von M.A.Sam ein Augenserum. Das bleibt auch bei mir. Und von Biotherm Blue Therapy. Eine Therapie. Ja, das bräuchte ich eigentlich auch mal. Dann habe ich noch was. Oh, bist du wahnsinnig? Alter, der ist richtig geil. Von Elemis, der Cleansing Balm. Oh, ich habe den, glaube ich, einmal schon gehabt und einmal leer gemacht. Und ich fand den mega geil. Dankeschön. Da freue ich mich. Das ist toll. Das packe ich nämlich alles wieder hier rein. Genau. Das kommt dann gleich mit rüber, damit ich das einräumen kann. So, dann haben wir hier, oh, guck mal, was Einzelnes. Oh, Bilou, ich mag Bilou. Cherish Coco. Oh, das hatte ich, glaube ich, schon mal. Das riecht richtig geil. Mhm, das mag ich. Ich mag ja Bilou-Schäume, ne? Die gehen bei mir nie aus. Dank euch auch. So, wir haben hier vieles Kleines. Ich glaube, ein bisschen Schnucki hier raus. Ein bisschen Schnöki. Ein bisschen Trolli-Schnöki. Saure Bürmlis. Ne? Aber was für den hohen Zahn, das ist immer gut. Dann haben wir hier von Alpia. Oh, Salty Peanut Vollmilch. Soll die jetzt auch auf? Nein, die machen wir jetzt nicht auf. Nein, Frau Balz, die machen wir jetzt nicht auf. Aber das hört sich schon geil an. Und einmal noch Ritter Sport Crunchy Brezel. Das hört sich auch geil an, ne?
Ja, ich würde sagen, es ist bayerisch mit Brezelstückchen und Cornflakes. Die könnte auch geil sein. So, jetzt kommen wir aber nicht mehr zum Essen hier, sondern einmal Revolution. Ich habe sowas schon, aber als Highlighter, glaube ich. Revolution Pro. Nein. Ist das Maria? Da gehst du auf. Das ist... Ach, das ist eine Palette. Eine Shadow-Palette. Ist schon schön, ne? Oh, du bist aber schön. Ach, du bist aber fein. Du, ja, fein hätte das gemacht. Guck mal, die ist aber schön, ne? Sehr schöne Farben. Toll, diese lila Töne, das Grün. Die schreit so nach Umfrage. Geil, danke. Limited Edition. Limited Edition sind immer gut. Die Verpackung ist leider kaputt gegangen. Wir haben noch mehr Masken. Oh mein Gott, du bist ja verrückt. Sollt euch nicht immer in solche Unkosten stürzen für mich, Mensch. Eine Face Sheet Mask. Avocado. Made in Korea. Also das ist auch Action. Dann haben wir, oh, Ginseng. Kenne ich noch gar nicht. Sherry. Aber dann zweimal Sherry. Cleansing Reaction, Brightening Relaxing. Okay, das ist nämlich zweimal Sherry, aber mit anderen Wirkungen. Dann haben wir Lotus. Boah, wie viel habt ihr denn davon? Ey, wir haben die nicht. Boah. Blueberry. Dann die Kamille. Oh, Kamille ist cool. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Grüner Tee. Ah, ich feiere das. Wie geil ist das denn? Bambus. Dann Eiweiß. Oh mein Gott, guck mal, der Bär. Wie süß. Honig. Und Reisextrakt. Oh, wow. Also da haben wir aber einiges zum Testen, Leute. Weil ich glaube, davon habe ich noch fast gar nichts gehabt. Der Hammer. Du bist verrückt. Dankeschön. Irre. Oh, da freue ich mich aufs Testen. Ja. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist irgendwas. Nanu, wer bist denn du? Oh, ein Parfum. Oh, von Larisse. La Roche. Oh, das riecht wie... Das riecht wie Nivea. Das riecht wie Nivea. Kannst du auch googeln. 855. Ja, das riecht total nach Nivea. Das ist ja cool. Sachen gibt's. Ist ja verrückt. Ein Parfum mehr. Dankeschön. Dann haben wir hier noch drin ein... Oh, I Heart Revolution. Ein Cherry Pie Fixing Spray. Guck mal, das können... Das können wir gleich mal benutzen. Oh. Mhm. Das riecht nach, ja, das riecht total nach Cherry, also nach Kirsche, aber hat auch irgendwie was ein bisschen von Chlor. Ja. Aber schön, das wird in meiner Sammlung kommen. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Ein 3-in-1 Duschfluff. Also Sachen gibt es, die kenne ich alle gar nicht. Macadamia-Milch. Okay. Oh, das riecht aber gut. Das ist so fest. Ah, okay. Das ist wie so eine Mousse. Und das nimmst du dann zum Duschen? Ah, cool. Ach, guck mal, da ist schon so ein Peeling mit drin. Peeling-Effekt. Ja. Oh, das riecht gut. Ja, das riecht gut. Ja, da bin ich gespannt. Das werde ich, da muss man halt nur gucken, ne? Dass das nicht feucht wird, weil das halt in so ein Pappding ist. Und sonst hast du es dir so irgendwann durchgeweicht. 3-in-1 Duschfluff. Fluff. Fluff, 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 fluff. Mehr steht da nicht drauf. Aber hier ist noch so ein Duschfluff. Einmal mit Flieder. Oh ja, das riecht auch gut. Ja, das probiere ich gerne aus. Danke. Es kommt an die Dusche. Nicht unter die Dusche. Dann haben wir noch was. Ah, Nicole Müller, Hiller, Hüller. Das gibt es zwar viel beim... sag mal schnell... TK Maxx, das sind, oh, Lippenbalsame. Das ist gut, ich muss nämlich jetzt, ich mach die mal auf. Weil, Herr Experte, wir haben ja auf der Arbeit so einen Wärmeschrank, damit unsere Sachen aus dem Tiefkühllager auch wieder trocknen. So,
Und da hat er einen Tag einfach den Wärmeschrank angemacht, volle Pulle, weil er halt da morgens und abends da war. Das Problem war, da waren meine Lippenpflegestifte, 2 Stück drin. Dreimal könnt ihr raten, wie die dann aussahen. Die waren in sich geschmolzen. Ja, das sind schöne Lippenpflegestifte. Da kann ich sofort mit einem auf die Arbeit nehmen. Dankeschön. Und ja, die sind dann, quasi wollte ich sie nochmal gebrauchen. Hat nicht, ach guck mal, einmal Warm Vanilla, Sweet Rose, Coconut, Mixed Berry. Sehr geil. Und ja, die konnte ich dann natürlich wegschmeißen, ne? Die waren so auf den Lippen, so, das war nicht schön, das war nicht schön. Aber naja, nächstes Mal lasse ich sie nicht in die Jackentasche. Das ist so, das ist so. So, ich habe hier noch was gefunden. Und zwar eine Mascara von Revolution Triple Chocolate mit Kakaoextrakt. Interessant. Also es kommt alles noch in mein, habe ich zu testen, Karton. Ich habe noch so viel zu testen, Leute. Dann habe ich hier, oh, ich glaube, das ist ein Schal. Ist das so ein Loopschal? Weiß ich nicht, wir kriegen es nicht auf. Hä? Ich glaube, ich werde blöde. Da oben. Guten Morgen, liebe Sorge. Oh, das. Oh, hallo, der ist aber schön weich. Eieieiei. So zart. Oh. Ich gucke mal. Das ist so wirklich für den Sommer, ne? So ein richtig schöner, zarter Schal. Ach, schön. So einfach mal locker hängen lassen, ne? Lass mal locker hängen. Lass mal einen hängen. So, den lassen wir jetzt um und wir machen eine Pause. So, weiter geht's. Ich hoffe, der Bildschirm ist nicht schwarz. Ist ja hier das Problem, ne? Oh, was ist das? Oh mein Gott. So, hier haben wir jetzt erstmal von Essence noch. What the Fake, ein Plumping Lip Filler. Hier zieht was ein, was noch... Diese Marke ist noch nie hier eingezogen. Davon habe ich noch nichts. Also von Essence schon, ne? Hier, What the Fake, Plumping Lipstick, geil. Aber Leute, hier ist, hallo. Von P. Louise. Wie es auch immer ausgesprochen wird, ich weiß es nicht. Das ist so ein wunderschönes Buch und die können ja wirklich da Klamotten raushauen. Oh mein Gott. Was ist da drin? Oh mein Gott! Was bist denn du? Oh mein Gott, es ist ein... Ein Eyeliner? Ein blauer Eyeliner? Oh, einmal hellblau? Ich kriege einen Rappel. Oh, und einmal dunkelblau. Oh mein Gott! Ja, du bist aber wirklich auch ein Liebhaber. Hallo! Wow, danke, das werde ich ausprobieren. Und dann nochmal Pinsel hierbei. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen überfordert. Puh. Nein, nicht runterfallen. Oh mein Gott. Nee, andersrum. Oh mein Gott, bist du schön. Guck mal, wie schön. F30. Die Qualität ist der Hammer. Ich habe schon wieder Pipi in die Augen. Dann habe ich hier so ein, ja, für unter den Wimpernkranz oder für die Augenbrauen. Und dann halt so ein, oh, Blender Brush. Guck mal, der ist aber schön. Oder den nimmst du einfach so als Highlighter, ne? Oh mein Gott, danke. Ist das alle verrückt? Das ist noch nicht das Ende. False Lashes, auch von P. Louise. Cupcake Curls, Baker's Wing Frosting Flutter. Boah, sind die geil. Könnt euch das mal an. Oh, die kommen bei mir natürlich in die Schublade, werden mal ausprobiert. Und dann haben wir hier noch den absoluten Oberknaller und da bin ich jetzt echt gespannt. Ein Liquid Highlighter. Pot of Gold. Die kriege ich so gar nicht auf von unten. Gott, müssen wir erstmal den Klebe hier oben abmachen. Ach du geil, wie du ahnst es nicht. In so, ah, guck mal, in so
schön. Oh mein Gott, das hat ja die perfekte Farbe, ne? Eider Karamba. Ja, Cup of Gold, aber... Oh. Alter Vater. Jawohl, guckt euch das mal an. Aber das ist ein Gold. Boah, das ist aber extrem. Ui, da muss er aber ein bisschen... Da müssen wir aber vorsichtig mit arbeiten. Aber das ist noch ein schönes Gold, was du gebrauchen kannst. Nicht so dunkel. Oh, danke. Das ist der Hammer. Also, oh, das ist ja der absolute Oberburner in meiner Sammlung. Das ist der Hammer, ey. Das ist der Oberhammer. Die Kommandisse, ich muss wieder Videos machen, von wegen, ich muss hier alles für euch testen. Oh, und alleine schon dieses Buch, ne? Oh, danke, das ist toll. Wow. Ja, Steffi ist wieder total überfordert hier. So, und dann haben wir hier was für dich zum Testen. Oh nein! Oh nein! Ich habe da was gesehen, was ich schon habe. Aber guck mal, zum Testen. Oh. Das war eine Nee, das war nicht eine Limited Edition, ne? Das war von Revolution. Ich habe das auch bei DM gesehen, bin aber stark dran vorbeigelaufen. Ja, es ist ein Blush, ein Zweierblush. Aber jetzt wird's böse. Nämlich diese Palette, die habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag. Mentos Beauty. Oh, das ist übel. Oh. Die ist geil, ne? Die ist geil. Ja. Ja. Ach Mensch. Das ärgert mich jetzt selbst. Wenig. Ein bisschen. Aber die wird mal in eine Verlosung wandern. Ne? Weil die habe ich wirklich bekommen. Aber hier ist noch eine zweite drin. Ja, die habe ich nämlich nicht. Und die ist ja wohl mal richtig schön. Guckt euch das mal an. So richtig tolle Pastellpalette. Auch vom Mentos. Ja, ich bin ein kleiner Mentos in der Cola. Das ist wunderschön, ne? Wunderschön. Ja, da freue ich mich aufs Testen. Danke. Thank you. Ah, thank you. Ah, thank you. So, und dann haben wir noch was Großes hier drin. Und zwar von Morphe. Bist du denn verrückt? Nikita. Oh mein Gott. Ja. Oh, hallo. Hallo. Palette, du bist doch mein Engel. Willkommen in meiner Sammlung. Was ist das? Oh Gott, dieser Glitter hier. Oh mein Gott. Es ist schön. Es ist einfach wunderschön. Dann haben wir hier so ein Mischi-Maschi. Ja. Danke. Oh, ich freue mich aufs Testen. Da freue ich mich echt aufs Testen. Wow. Dankeschön. Oh, Leute, von heute. Ich habe hier noch was. Was steht da drauf? Neu für dich oder zum Verlosen. Da bist du verrückt. Es sei denn, ich habe was doppelt. Oh mein Gott, es ist... Ich habe das natürlich alles auch schon vorher aufgeschnitten, damit ich es nicht hier machen muss, während ich euch das hier zeige. So... Ja, wir haben von Revolution eine Palette hier drin. Die finde ich cool. Ist nur matt. Ja, ich werde das dann hinterher entscheiden, ob ich die hier behalte oder dann verlosen werde. Ne? Aber finde ich schon cool. Danke. Dann einmal von Catrice Sunglow Eye and Cheek Palette. Da, die hatte ich mir auch nicht gekauft. Genau. Matt und Schimmer. Ach, guck mal. Mit Bronzer dabei und Blush. Wunderschöne Palette auch, ne, für den alltäglichen Gebrauch. Toll. Dann, ah ja, das war die Limited Edition, glaube ich, zu Silvester, ne? Von Catrice. Diese wie auch immer. Das ist eine Highlighter-Palette. Das ist schon heftig, ne? Komm, das ist schon heftig. Die Highlighter-Palette. Ich würde jetzt auch nur den Highlighter hier oben benutzen. Und ich glaube, dann dafür die Palette zu behalten, ist dann ein bisschen blöd, ne? Aber wunderschön. Und dann haben wir noch hier die Born Awesome-Palette von Essence.
Und die finde ich richtig schön. Guckt euch die mal an. Original verpackt. So sieht sie aus. Wow. Also wie gesagt, da entscheide ich dann gleich, ob das jetzt alles bei mir bleibt oder ob dann halt wirklich das in die Verlosung wandert. So, ich glaube, ich bin fertig. Oh. Liebe Rebecca, Dankeschön. Nein, ganz ehrlich. Oh, wow. Ich bin immer sehr geplättet davon, weil ich habe doch gar keinen Geburtstag mehr. Da ist ja alles. Oh, ihr seid verrückt, Leute. Ihr seid verrückt. Das hat mich jetzt auch schon jemand wieder angeschrieben. Sagt sie, ja, ich sortiere so viel aus. Hast du vielleicht Interesse? Und da habe ich erstmal gesagt, Cut. Ich weiß nicht wohin. Ich habe so viel. Danke. Liebe Rebecca, danke schön von ganzem Herzen. Ich freue mich total und ich freue mich, das alles auszuprobieren. So neue Schätze bei mir und von P. Louise. Ich habe da echt noch gar nichts von. Das ist für mich das absolute Oberhighlight. Ja, und danke für die ganz tollen Sachen. Für den Nivea-Duft, für meine die Duschen und die Paletten, die Süßigkeiten. Ein Hoch auf die Jottos dieser Welt. Danke. Ich räume jetzt weg. Und sag euch noch einen wunderschönen Tag. Meiner ist es. Ciao.